Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute 5 Fakten über den heiligen Phönix von Nephthys. Der Effekt vom heiligen Phönix, sich selbst vom Friedhof wiederzubeleben, basiert auf seinen beiden Namensgebern. Der Phönix ist ein mythischer Vogel, der am Ende seines Lebenszyklus verbrennt oder stirbt, um aus seiner Asche wieder neu aufzuerstehen. Bereits im alten Ägypten spielte er eine bedeutende Rolle. Hier hatte er den Namen Benu. Benu war der altägyptische Totengott, der meist als Purpurreiher dargestellt wurde, der am Abend stirbt und bei Sonnenaufgang in der Morgenröte aufersteht. In gewisser Weise ähnelt diese Karte dem Phönix, auch wenn sein Körper teilweise sehr humanoide Züge aufweist. Besonders an den Armen, wo er eher an einen Garuda erinnert. Der wiederum hat in der asiatischen Mythologie die Bedeutung eines Götterboten, der den Menschen Nachrichten und Anweisungen der Götter überbringt. Der zweite Namensgeber dieser Karte, der den Effekt widerspiegelt, ist Nephthys. Nephthys war eine ägyptische Göttin, die mit Geburt und Tod in Verbindung gebracht wurde. In der ägyptischen Mythologie war sie zudem die Mutter von Anubis und damit die wahre Königin der Unterwelt. Der heilige Phönix ist die Coverkarte des Boosters Flaming Eternity und eine der Coverkarten der Expert Edition Volume 3 im OCG bzw. der Dark Revelation Volume 3 im TCG. Der heilige Phönix von Nephthys ist im Artwork von Windsturm der Phönixflügel zu sehen. Im Artwork vom Phönix sieht man außerdem, wenn auch nur sehr schwer, den dunklen magischen Kreis. Der heilige Phönix hat mehrere Gegenstücke. Finsterer Nephthys, ein Metaphys-Gegenstück mit metaphysischer Nephthys, ein Chaos-Gegenstück mit Chaos-Nephthys, ein Link-Gegenstück mit Nephthys die heilige Flamme und ein Ritual-Gegenstück mit himmelblauer heiliger Phönix von Nephthys. Der heilige Phönix, Horus der Schwarzflammendrache und der Schöpfer sind mit sehr großer Wahrscheinlichkeit miteinander verbunden. Sie sind alle ähnlich gestaltet und basieren auf unterschiedlichen ägyptischen Gottheiten. Zudem waren sie die Coverkarten 3 aufeinanderfolgender Core-Booster-Sets, nämlich Soul of the Duelist, Rise of Destiny und Flaming Eternity. Sie haben außerdem jeweils ein Support-Monster mit einem humanoiden Design, das im selben Set wie sie selbst veröffentlicht wurde. Den Diener des Horus, die Inkarnation des Schöpfers und Nephthys Butlerin. Und auch mit den ägyptischen Götterkarten haben sie eine Verbindung. Zum einen natürlich durch den starken Bezug zur ägyptischen Mythologie, aber in den Artwork selbst auch. Sowohl die ägyptischen Götterkarten als auch der heilige Phönix von Nephthys, der Schöpfer, und Horus der Schwarzflammendrache besitzen denselben blauen Edelstein. Zu sehen hier, 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 hier und hier. Der blaue Edelstein ist mit sehr großer Wahrscheinlichkeit ein Lapislazuli. Lapislazuli war das kostbarste, was die alten Ägypter besaßen und ihren Pharaonen auf die Reise in das Jenseits mitgaben. Und damit sind wir schon wieder durch. Bis zum nächsten Mal und möge das Herz der Karten euch leiten.